Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bussimulator 18. Da wir immer noch das Problem haben, dass wir dieses nicht hinbekommen, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte es daran liegen, dass wir einfach wir sollen ja hier immer nur Erdgasbusse drauf fahren lassen. Also hier, ne, steht ja hier, die Fahrer mit Erdgasbussen fahren lassen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht liegt das auch daran, vielleicht kriegen wir es einfach nicht gebacken, vielleicht wird es einfach nicht vollendet, das Szenario, weil wir einfach wir sind das immer mit einem Diesel gefahren. Dementsprechend ist halt jetzt die Frage, wir könnten uns auch den hier besorgen für 500.000. Ich würde sagen, wir machen das auch einfach. So, der bestmögliche ist, der Motortyp ist ein Erdgasbus. Besorgen wir uns den, bearbeiten den und packen hier auch wiederum diese Werbung drauf. Und dann fahren wir erstmal die Ringlinie. Die Ringlinie, also müssen wir den Bus auswählen. Muss es ganz hinten sein. Wir haben bei 18 Meter Iveco, Motortyp Erdgas, perfekt. Zufällig, Schnellstart ist ja aus und wir haben nur den Loop-Modus an. Dann starten wir mal die Fahrt. Und es regnet. Wunderbar. Schauen wir mal den Motor. Was war das? Das war der Warnblinker. War das dann? Jetzt muss dann. Ah. Das wird Passagiere sein, jawohl. Ich wollte nochmal ausschauen und die Tür aufmachen, das ist ganz wichtig. Ich muss schon sagen, das ist schon ordentlich Platz, den man hier hat. Warum sah ich das hier oder sehe ich das hier nicht? Das ist ungewöhnlich. Das ist interessant. Hier sind die beiden Lichter jetzt aus und hier ist eins davon an. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss einfach nochmal den Bus so ein bisschen an. Der sieht ja schon ganz schnieker aus. Dann brauchen wir noch Licht, den Tempomat und dann können wir eigentlich auch schon los. Nachdem wir den Gang eingelegt haben. Na, wollen wir mal zur Rathausgasse fahren? Scheinbüsche war Bit B. Auch schon ein nicer Sound, muss man schon sagen. Ich meine jetzt vom Bus selber. Nice, nice, nice. Da bin ich mal gespannt. Das sind jetzt auch zwei Touren, die wir jetzt dementsprechend fahren müssen. Um herauszufinden, ob es wirklich daran lag oder nicht.
Wäre natürlich optimal, wenn es daran lag. Dann haben wir das Problem behoben und können dementsprechend uns auch um die auf die Level 5 Haltestellen fokussieren und dann die Strecken fahren. Eine Freistellung brauchen wir dementsprechend noch. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Na, der sieht doch schon ganz nice aus, der Bus. Dann gucken wir mal nach den Tickets. Warum ist denn diese Tür wieder zu? Ah, weil ich sie wieder zugemacht habe, automatisch, eigenständig. Augen. Tut mir leid. Was? Ach so, hier. Was? Alles klar, zwei hatten keine Fahrkarte. Dann wollen wir mal weiter. Perfekt. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Das bezweifle ich. Faszinierend. Es gibt jetzt auch andere Musik, die abspielen. Das ist nice. Sie haben das Licht nicht an. Hab ich nicht angemacht. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. So, gleich mal nochmal gucken. Wie fällt das an? Hör das doch an, oder nicht? Da machen wir es aus. Ich brauche eine Fahrkarte. Egal. Einzel-Senior drucken. Aber es ist gut zu wissen, dass die sich auch beschweren, wenn das nicht angemessen ist für die. Alle drin, dann können wir die Türen schließen. Hoppala. Und uns weiter bewegen. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Zur Pferdemühlengasse, Pferdemühlengasse. Fertig sind wir gerade echt noch ganz gut drin. Bitte eine Fahrkarte haben. Eine Standardfahrkarte kommt sofort. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten. Murmeln, 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 murmeln. Eine Fahrkarte murmeln. Bitte. Okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Murmeln, murmeln, murmeln. Ich verstehe. Eine Fahrkarte bitte. Hey, lange nicht gesehen. Oh, ha, danke. Bitte. Alle drin und Abfahrt. Nächster Halt, Wilton Theater. Zeitlich sind wir noch ganz gut dabei. Trotz sehr vielen Tickets. Hey,
gesehen. Was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat eine sich nicht Fahrkarte, mehr ausgezahlt. Eine Fahrkarte, eine Wochenfahrkarte sogar. Alle drin, alle drin. Kommen wir ja weiter. Nächster Halt, Seilerstraße. Jetzt haben wir erst das Licht an, fällt mir gerade auf. Wir sind die ganze Zeit mit Ampellicht gefahren. Das war mit Standlicht. Nächster Halt, Seilerstraße. Das war natürlich auch gut zu wissen. Hätte mich ja auch mal jemand darauf hinweisen können. Niemand mehr einsteigen. Sie geht ja nach raus. Abfahrt zur Riesengasse. Nächster Halt, Goliathgasse. Nein, das heißt Riesengasse, nicht Goliathgasse. Sieht man doch. Hab ich dementsprechend was falsch ist? Sind die Ansagen falsch oder sind die... Die Haltestellen selber das Problem. Nächster Halt, Goliathgasse. Cool, so einen Bus habe ich vorher noch nie gesehen. Der neue Busmann. Der ist auch neu, ich muss den rauspacken. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ja, selbstverständlich, Woche schon da drücken. Danke. Sehr schön. Ich liebe diesen neuen Bus. Ich auch, das erste Mal mit dem neuen Bus. Dann wollen wir weiter zur Rathausgasse. Haben wir es auch schon fast geschafft. Ich hoffe echt, dass so, hier in der Nähe waren noch Schlaglöcher. Also nicht hier, sondern noch dahinter, aber ich hoffe mal, dass wir dementsprechend auch diesen Teil der Aufgabe erfüllen können. Und dass wir dementsprechend dann vom Hauptspiel die ganze Kampagne so gesehen durch haben. Will er links abbiegen oder was will er machen? Sie bitte die Rampe runterlassen. Ich würde gerne aussteigen. Selbstverständlich. Ja, pünktlich sind wir. Perfekt geparkt, mehr oder weniger. Sieht aber auch schick aus, wobei das Gelenk jetzt nicht so detailliert, glaube ich, dargestellt ist. Zumindest, obwohl doch, man sieht so zumindest die Rückfüllung etwas. Dann wollen wir mal zurück zum Depot fahren. Und dementsprechend die Folge dann dort beenden.
rüber, perfekt. Muss man ja mal sicherheitshalber schauen. Können wir beim Depot dann die Folge wieder beenden. Beim nächsten Mal fahren wir dann die Gürtellinie noch einmal mit ebenfalls diesem Bus. In der Hoffnung, dass das danach abgeschlossen ist. Ich hoffe sehr, ich wüsste ansonsten ehrlich gesagt nicht, wie das Problem behoben werden könnte. Wäre ich echt überfragt. Von daher hoffe ich sehr, dass es jetzt gleich, wo wir es gleich nach der nächsten Folge so gesehen haben, ein erledigt dort steht. So, perfekt, nichts vor liegen gelassen. Es war keine perfekte Tour. Gute Halteposition. Pünktlich. Bushaltestelle abgesenkt. Nur einmal hätten wir prinzipiell 7-mal haben können. 6-mal. Oder gar 7-mal. Ich bin verwirrt, warum wir nur 4 ein Fünftel oder ein Viertel Sterne bekommen haben. Interessant. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht euch dann im nächsten Video wieder vom Bus-Simulator 18 oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Eine neue Mission für dich. Die Stadtverwaltung hat kürzlich mit der Handelskammer geredet. Sie möchten, dass du Strecken entlang der dicht befahrenen Umgehungs- und Ausfallstraßen der Stadt anlegst. Entlang dieser Straßen wollen sie den öffentlichen Nahverkehr erheblich verbessern, um die Geschäfte der örtlichen Gewerbebetriebe anzukurbeln.
Solltest du das in den nächsten Wochen hinbekommen, ist sogar ein Bonus drin. Und wie wir sehen können, haben wir es jetzt mittlerweile hinbekommen. Fragt mich nicht, was das Problem war. Dementsprechend müssen wir uns nur noch um die Haltestellen kümmern, die noch nicht Level 5 sind. Sprich, okay, den Rathauspark. Der Rathauspark ist aber auch neu, oder nicht? Von denen, was heißt neu? Doch. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wir haben es geschafft. Nehmen wir nur eine einzige. Wir hatten zuvor diese beiden Strecken, sind wir gefahren, haben Einkommen generiert. Dementsprechend hätten wir schon in der Folge, jetzt lasst mich überlegen, das müsste jetzt gerade Folge 35 gewesen sein. Wir hätten dementsprechend in Folge 33 bereits, im 33. Video, hätten wir bereits dieses hier abhaken bekommen können müssen. Diese beiden waren Safe Call von der. Diese beiden waren Safe Call nicht freigeschaltet. An die anderen kann ich mich gerade beim besten Willen nicht erinnern. Die haben wir jetzt plötzlich freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung warum. Wir haben aber immer noch nicht dieses Szenario so gesehen abgeschlossen. Sprich, eigentlich dürften die noch gar nicht wirklich freigeschaltet worden sein. Heißt, wir haben jetzt so gesehen alle Bushaltestellen vom Prinzip her freigeschaltet. Müssten uns jetzt noch um diese Markierten kümmern, dass die auf Level 5 kommen. Sprich, wir müssten fahren. Lasst mich mal gucken. Dass da halt teilweise so viele verschiedene Farben auch noch gleich mit dabei sind. Was ist denn das für eine? Wir müssten dementsprechend nochmal die Gürtellinie fahren. Dann haben wir das Rathaus, die Siegerstraße und die Radovanovic-Brücke auf Level 5. Und wir müssen aus unerklärlichen Gründen nochmal die Ringlinie fahren. Sprich, wir fahren nochmal die Ringlinie und die Gürtellinie. Mal schauen, in welcher Form. Vielleicht fahren wir die nicht im Loop, sondern im Rundkurs, damit wir halt die auf alle Fälle fix upgraden. Ja, das doch mal so als Anhang an die Verabschiedung von gerade.